13.10.20 war es dann soweit. Wir haben uns die Stadt Eltville am Rhein angeschaut, wollten von da aus eine Wanderung planen. Wir haben das Ganze mit Komoot, der Wander-App, gemacht. Und die wiederum hat uns nach Rauental geschickt, um dort eine ca. 9,5 Kilometer lange Wanderung zu planen. Eltville liegt bei 86 Meter und Rauental auf 250 Meter über Null. Das Interessante daran ist, dass es ganz viel Wald, bergiges Land, aber auch viele Weinreben, Weinfelder gibt. Leider war es Mitte Oktober nicht mehr so gut besucht und man konnte fast nirgendwo mehr einkehren. Bei unserer Wanderung durch Rauental haben wir ein tolles Weingut kennengelernt, das Weingut Albus. Die Winzer waren beim Herbsten, das heißt, sie hatten die letzten Weintrauben geerntet, waren zusammengesessen und haben sich gefreut, dass sie so einen guten Ertrag hatten und haben uns sehr, sehr freundlich und herzlich aufgenommen. Morgen vor mir steht der Stefan Albus vom Weingut Albus. Erzählen Sie ein bisschen was zu Ihrem Weingut, Herr Albus. Ja, also wir sind das Weingut Albus aus Rauental. Wir sind ein kleines, feines Weingut mit 7 Hektar Rebfläche. Bewirtschaften, wie gesagt, den größten Anteil der 7 Hektar mit Riesling, mit so 85%, knapp 90, eher 90%. Haben ein bisschen Spätburgunder, ein bisschen Weißburgunder, Müller-Thurgau. Und das sind die Rebsorten, wo sich halt hier auf die letzten 15-10% dann ausbreiten. Und dabei größtenteils die Hauptrebsorte im Rheingau und auch im Rauental sind halt hier 98%. Zu dem Gebiet hier, das ist jetzt Rheingau. Ja. Wir sind ziemlich hoch hier. Ja, wir haben hier eine Höhe ungefähr von knapp 300 Höhenmeter. Also knapp 300 Höhenmeter hier der höchste Punkt. Also, Höhepunkt, aber so gut 300 Höhenmeter ist es hier hoch und der Weinbau, sag ich mal, macht ja bei dem Klimawandel, macht es ja alles mehr oder wird interessanter. In die Höhe gehen die Winzer, dadurch, dass natürlich auch die Säure dann ein bisschen erhalten bleibt und dass natürlich das Klima auch dann, sag ich mal, eine spätere Lese möglich ist durch die Höhe. Das kommt zum Vorteil. Das kommt, früher hat man gesagt, auf der Höhe wird nie was reif. Hat mir so gesagt, das war auf dem Bauernacker da oder so, da oben in der Höhe, da kann man nichts Reifes lesen. Und jetzt mittlerweile wollen alle Winzer, sind zum größten Teil freundlich über Höhenlagen und jetzt finden das alles mehr zum Spruch. Ist ein besonderer Boden hier oder was macht das so? Ja, muss halt, wir haben hier schon einen sehr reichhaltigen Boden. Wir haben ja, sag ich mal, ungefähr 90 Hektar, ist Rauental, allein nur Rauental groß ungefähr. Mhm. Zum Vergleich der Rheingau mit 3000 Hektar circa. Und wir haben, sage ich mal, hier in Rauental Böden von Phyllitböden, Phyllitschiefer, vom Roten Fels, von Lehm, von Löss. Also wir haben von Steil, also man merkt ja, man muss auf 300 Höhenmeter hoch. Das heißt, irgendwo ist auch immer eine Ansteigung da. Das heißt, wir haben in Rauental auch sehr viele Steillagen. Die bewirtschaften wir auch, sage ich mal, von 7 Hektar haben wir ungefähr 2,5 Hektar schon steilere Weinberge, wo dann auch zum Teil in der Hand gelesen werden müssen, 2 Hektar. Und das bedeutet natürlich auch sehr viel Qualitätsarbeit. Und da hat man natürlich auch schon, sag ich mal, das Ganze ein bisschen schwieriger als auf dem Flachen, wo natürlich auch viel mit Vollender Maschinenlese stattfindet. Und ja, so gliedert sich das bei uns auf. Ja, jetzt ist hier ein ganz tolles Gebiet. Ich war gestern wandern. Ja. Hier mit meiner Frau und wir konnten da mal so einen 10 Kilometer langen Gleis drehen. Ich war schwer beeindruckt, wie schön das Gebiet hier ist, was da für Wälder sind und die Farben jetzt im Herbst und in Weinbergen, wunderbar. Also. Ja, also viele Klöster, Kloster Eberbach, bis nach Eibingen dann hier, wo nächste Klöster. Also es gibt jetzt viele Basilika und so weiter und so weiter. Also, viele Rundwanderwege, es gibt hier den Rheinsteig, es gibt
den Rauntal der Spange, wo hier selbst in Rauntal sehr viele Angliederungen, sehr viele Wege ausgeschrieben sind. Mountainbikes, Fahrräder können hier sehr toll fahren. Mhm. Eine gute Busanbindung haben wir hier in Rauntal. Also man kann hierher und wegfahren, auch ohne eigenes Auto. Also man wird hier, kommt weit hin. Klasse. Eine Frage habe ich noch. Ich glaube, da vorne ist diese Richtung, ist das, da gibt es so ein Art Weinbiergarten, also natürlich Weinprobierstand. Ja, genau. Gehört das auch zu Ihnen? Das ist so eine Gemeinschaft, da sind wir verschiedene Winzer aus Rauntal, da sind jetzt nicht alle dabei, aber der größte Teil ist dabei und dann schenkt jede Woche ein anderer Winzer aus. Mhm. Und dadurch haben wir natürlich auch einen großen Anlauf mit der Buchenholzer Höhe, dieser Rundwanderweg, die Aussicht, große Parkplatzmöglichkeiten und das ist ein großer Zuspruch aus Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, überall her. Und die haben natürlich sowas nicht gerade mal vor der Ecke, sondern die freuen sich, wenn sie mal da einfach im Freien und in der Natur sind und das Wetter genießen können. Und das ist halt ein großer Zuspruch für uns hier. Herr Albus, ja? Hier haben wir, ich sehe hier, einen Rauenthaler Biken. Mhm. Da ist ganz viel Leidenschaft drin, oder? Erzählen Sie uns ein bisschen was zu dem Biken. Ja, da ist sehr viel Leidenschaft drin, weil es auch eine sehr bekannte oder sehr weltbekannte Lage ist. Und zwar ist es Rauntaler Biken ist aufgegliedert, und zwar ist es der größte Teil, haben die hessischen Staatsangehörigen. Und dann gibt es bestimmt fast 80-90% der Staatsangehörigen. Und dann gibt es halt noch viele kleine Winzer, die dann noch diese kleinen Filetstückchen bekommen da draus. Das sind dann verschiedene Winzer noch aus Rauntal, zwei, drei andere, unter anderem auch ich. Mhm. Und da sind wir, weil es halt eine Steillage ist, eine richtige Steillage, hat diese Filzschiefe als Hintergrund, sind sehr alte Rebstöcke, mindestens 60 Jahre alt. Das heißt, also die haben auch kein Problem mit Trockenstress oder Wasserprobleme. Es ist südlich ausgezeilt. Und ist ein toller Weinberg, der sehr spät gelesen wird, der bei uns sehr viel Anklang findet und der halt auch über die Grenzen Rauntals bekannt ist. Probieren wir mal einen Schluck. Ja, gerne. Und dessen Sie einschenken, von mir vielleicht nochmal so ein Rauntal befindet sich oberhalb von Elbwilde, im Hessischen. Ja. Und man kann wunderbar vielleicht so 3-4 Kilometer bis zum Rhein runterschauen oder vielleicht sind es auch 10 Kilometer, ich weiß es nicht. Ja, es sind Luftlinien, die sich schon gerade sagen, so zwischen 3 und 4 Kilometer schätze ich. Also Luftlinie, dann nach älteren Runde, mehr als 4 Kilometer sind es glaube ich nicht, weil es sind auf der Straße gerade so 5-6 Kilometer. Also eine traumhaft schöne Gegend hier, muss ich sagen. Ja, dann schauen wir mal zu dem Rhein. Jawohl. Also was halt auch hier sehr stark durchkommt, ist halt dieses, man spricht das Terroir-Boden oder man spricht auch von den Bodenschichten, wo man hier sprechen kann, weil sonst sehr alt der Weinberg ist. Und wir haben hier einen Filetboden, Filetschiefe und das merkt man auch so ein bisschen, dieses Terroir, dieser Boden ist so ein bisschen dieses Bodenartige, wo man da eine Nase hat oder auch dieser Riesling. Spricht ja dafür da, dass er nicht sehr auftrumpfend ist in der Nase, sondern auch ein bisschen zurückhaltend ist, aber er ist halt sehr stark geprägt vom Boden Terroir, das ist diese bodenartige Substanz in der Nase. Wollen wir da mal schon probieren. Haben wir dieses kräftige, diese lebendige Säure auf der Zunge. Aber nicht so stark. Nicht so stark, genau. Sehr angenehm. Also hat eine Säure von 6,7 und einen Restzucker von 5,3. Oh. Also der ist halt auch schon trocken ausgebaut, dass er auch, sag ich mal, auf Jahre hinweg, sag ich mal, lagerfähig ist und eine tolle Substanz hat, wo man dann sagt, in 4, 5, 8, 9 oder 10 Jahren vielleicht gerade, so, das ist ein toller Wein, der dann auch ein bisschen Körpervolumen zeigen kann. Ich werde die verlinken in dem Film, ja. Wenn man dann unten reinschaut, kann man dann genau diesen Wein finden und ihren Shop hinzufügen. Wir haben jetzt einen passenden Rauchteil der Rotenberg, hier haben wir unser Schildchen. Das ist für die Weinkontrolle sehr wichtig, oder für uns zu wissen, was im Tank drin ist. Mhm. Und hier haben wir einen Rauchteil der Rotenberg Riesling, Kabinett halbtrocken soll das geben. Aha. Genau, richtig. Also, der ist jetzt hier im Edelstahltank drin.
wird bei uns jeden Tag eigentlich sensorisch kontrolliert, weil halt die Weide der Presse abgebaut hat, um die dann nachher mit der Kühlanlage und der Kälte abstoppen zu können. Also so nachher bei ungefähr 12 bis 15 Gramm Restzucker, so liegt je nach Jahrgang natürlich bedingt. Und wir können ja mal probieren, wie Weide jetzt gerade ist. Der hat jetzt ungefähr schätzungsweise, hat der jetzt noch so 40, 50 Gramm Restzucker. Neuer Wein, Federweise, genau, Rauscher, Federweise überall heißt. Und der muss jetzt auch weiter gären, dass er dementsprechend halt im Restzuckerwert runterkommt. Ist aber schon zügig. Mich liegt auf jeden Fall bei, wenn es sauber, er darf den Hefe schmecken, wenn es sauber, er darf jetzt keinen Fehlton haben, wenn er Töchsel geschätzt werden. Das ist mir ganz wichtig. Neben dem tollen Weingut gibt es noch eine Gastwirtschaft, ein Weinhaus und Hotel Engel, das seit vielen, vielen Jahren zum Weingut gehört oder das Weingut zum Gasthof, wie auch immer. Und das ganz Besondere daran ist, in diesem Gasthof gibt es Wildgerichte. Und diese Wildgerichte stammen auch noch aus eigener Jagd. Aber lassen Sie sich einfach begeistern oder über die Bilder inspirieren, was es da Tolles gibt. Zum Schluss möchte ich mich noch beim Stefan Albus bedanken, den ich mit meinem Film überfallen habe, aber der das richtig resolut gemacht hat. Ich war begeistert, wie toll dieses Weingut ist und ich freue mich schon auf das nächste Wildessen, das ich in dem Haus machen werde. In der Fußnote ist die komplette Beschreibung der Weinregion, der Rebsorte, des Winzers sowie dessen Link hinterlegt. Wenn auch ihr kein Video mehr versäumen möchtet, dann ist ein Abo und ein Daumen nach oben recht herzlich willkommen.